Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Paul Hensel von der Niederlag Consulting. In diesem Video gibt es wieder eine Live-Reaction von dem Video von Dieter Kivus zum Thema garantiert Termine bei Neukunden bekommen, in Klammern Immunisierungstechnik. Ich bin sehr gespannt über das Video. Ich kenne Dieter Kivus, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, noch nicht. Ich habe ihn nur mal gesehen, also nur mal ein Foto oder eine Werbeanzeige kurz gesehen, aber ich kenne ihn jetzt noch nicht. Ich habe mir noch nicht seine Inhalte angeschaut, noch nicht seine YouTube-Videos. Das ist das erste YouTube-Video. Mein Cutter hat das ja, Videograf hat das gerade rausgesucht und gesagt, dass das Video spannend wäre, mal darauf zu reagieren. Dementsprechend würde ich sagen, quatschen wir nicht lang drum rum, sondern starten direkt rein und fangen das Video an. Los geht's. Diese Technik sorgt dafür, dass du bei fast jedem potenziellen Neukunden einen Termin bekommst. Bevor ich dir diese wirkungsvolle Technik zeige, müssen wir uns aber erstmal anschauen, wie ein klassischer Verkäufer bei seiner Kundenakquise vorgeht. Die meisten Verkäufer, und vielleicht findest du dich ja auch da wieder, gehen folgendermaßen in ihrer Neukundenakquise vor. Sie rufen bei den potenziellen Neukunden an, wo sie wissen, der kann die Dienstleistung oder das Produkt gebrauchen, melden sich am Telefon und dann sagen sie so etwas wie, darf ich gleich auf den Punkt kommen? Und wenn der Kunde ja sagt, legen sie los mit ihrer Nutzenargumentation bezüglich dem Produkt oder Dienstleistung. Sehr häufig hören sie dann von dem Kunden Folgendes: Da habe ich schon was, ich habe einen Lieferanten in der Beziehung, ich habe momentan keinen Bedarf, und legen wieder auf. Ja, und natürlich könntest du jetzt noch in die Einwandbehandlung gehen, wenn der Kunde nicht schon aufgelegt hat. Aber in Wahrheit wissen wir doch, dass diese Einwandbehandlung in der Regel verpufft, ja? Weil Druck erzeugt Gegendruck. Viel besser wäre es doch, wenn diese Einwände vom Kunden gar nicht zur Sprache kommen, weil du eine Methode nutzt, die hochwirksam ist und relativ unbekannt ist. Ich spreche hier von der sogenannten Immunisierungstechnik. Und wie die funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Ziel dieser Immunisierungstechnik ist, dass die typischen Einwände deiner Kunden von dir vorweggenommen werden. Also es geht also um eine Einwandvorwegnahme. Und sehr interessant, ja, also habe ich auch schon viel von gehört oder wende ich teilweise auch an, dass man zum Beispiel sagt, ich bin jetzt mal gespannt, was er bringt jetzt für Einwandvorwegnahmen, aber dass man sagt, ja, Sie kennen ja die Situation XY, dass man eine gewisse Situation vorgibt, die man wahrscheinlich erlebt hat oder von der man ausgehen kann, dass wenn man ein Produkt benötigt oder ein Angebot beanspruchen will, dass die, ja, Situation schon eingetreten ist, dass vielleicht auch schon potenzielle Einwände, die der Interessent dann bringen kann, dass man die einfach schon vorwegnimmt, dass man da auch Vertrauen damit ausstrahlt. Ich bin jetzt sehr gespannt, was er hier bringt und was seine Immunisierungstechnik beinhaltet. Wenn du eben die klassischen Einwände von deinen potenziellen Neukunden kennst, dann ist es viel klüger und effektiver, wenn du diese Einwände von dir aus schon bringst und dann eben auch selber entkräftest, weil dadurch wirkst du gegenüber dem Kunden natürlich viel souveräner und vor allem, du nimmst dem Kunden den Wind aus den Segeln, sprich, er kann die Einwände ja gar nicht mehr bringen. Und dadurch bist du in der agierenden Position und dadurch viel, viel erfolgreicher in der Terminierung. Schauen wir uns dazu ein ganz kurzes Beispiel an, damit es deutlich wird, wie mächtig diese Methode in der Praxis funktioniert. Gehen wir einfach mal davon aus, du bist Finanzdienstleister und du hörst von potenziellen Neukunden sehr, sehr häufig diese Aussage: Ich habe schon einen Betreuer, ich habe schon einen Berater in Sachen Geld, Finanzen, Versicherungen. Dann gehe in Zukunft folgendermaßen vor. Sprich am Anfang gleich, wenn du in die Argumentation mit dem Kunden gehst, sagen: Und natürlich, lieber Herr Meier, ist mir klar, dass Sie wahrscheinlich schon einen Begleiter oder einen Berater in Sachen Finanzen, Vorsorge haben. Das sehe ich doch richtig, oder? An dieser Stelle kann er dir entweder nur zustimmen oder aber widersprechen. Wenn er dir widerspricht, dann ist er sowieso super, weil er... Ja, finde ich gut. Also diese Einwandvorwegnahme oder das Ansprechen, wenn das offensichtlich ist, wenn man schon was weiß vorab. Da stelle ich mir jetzt aber die Frage, wenn man Kaltakquise macht oder wenn man gerade, ja, wie gesagt, Telefonakquise betreibt, dann weiß man ja nicht immer die Ausgangssituation. Und wenn man dann mit einer Einwandvorwegnahme falsch liegt,
ist es auch eine blöde Situation in der Telefonakquise. Man kann natürlich mehrere Situationen oder von mehreren Situationen auch ausgehen oder mehrere Einwände schon vorwegnehmen, in der Einwandvorwegnahme oder Situation da widerspiegeln. Bin jetzt aber trotzdem gespannt noch, was er dazu sagt. Mir wurde auch gesagt, weil er jetzt gerade das Thema Finanzdienstleister anspricht, er ist doch spezialisierter auf das Thema Finanzdienstleister. Da ist es halt auch wirklich so, dass viele Leute einfach schon einen Partner haben oder einen Betreuer, einen Finanzdienstleister, Versicherungsmakler, der das Thema macht. Für die Leute, also gerade im Versicherungsbereich, bin mal gespannt, wie er weitergeht. Hat keinen Berater. Gehen wir davon aus, er hat einen persönlichen Berater in Sachen Geldfinanzen. Dann gehst du folgendermaßen weiter. Du sagst, schauen Sie, lieber Kunde, etwa 95% aller meiner Kunden habe ich genau in dieser Situation kennengelernt. Folgende Frage. Sind Sie mit diesem Berater emotional verbunden, sodass, wenn Sie bessere Angebote bekommen, Sie trotzdem nicht wechseln können und dürfen, weil Sie da emotional eben verbandelt sind mit Ihrem Berater? Oder geht es Ihnen unterm Strich wirklich um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre Finanzen? Wie denken Sie? In dem Augenblick gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sein Freund, sein Schwager ist eben sein Berater und da glaube ich, ist es auch gut, dass du wirklich keinen Termin vereinbarst, sonst machst du die Arbeit für ihn. Ja? Bringt nichts. Oder Variante 2, er sagt, naja, im Grunde genommen geht es doch um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Bumm, Termin. That's it. Das ist genau das, was die Immunisierungstechnik so stark macht. Du bist am Agieren und der Kunde reagiert. Du führst das Terminierungsgespräch hin zu der Terminvereinbarung. Du brauchst jetzt nur noch fragen, wann passt denn also besser für ein erstes Kennenlerngespräch, vormittags oder nachmittags. Und wenn du in Zukunft immer weniger Akquise-Telefonate führen möchtest, weil dich potenzielle Kunden von sich aus anrufen, dann schau dir jetzt dieses... Gut, seine Werbung überspringen wir jetzt mal, aber um es nochmal kurz zu machen, auch ein Fazit hier zu ziehen aus der Immunisierungstechnik, finde ich gut. Also habe ich auch schon intuitiv in einigen Gesprächen gemacht oder haben wir zum Teil auch schon ein Skript eingebaut in die Kaltakquise für unsere Kunden. Kommt auf den Bereich drauf an, muss man aber sagen, wenn natürlich eine gewisse Einwand sehr oft bestehen kann oder vorkommen kann bei der Kaltakquise, wenn man einfach weiß, in der Branche XY ist es so und so oder ist es oft so, dass es da schon einen festen Partner gibt, einen festen Lieferant gibt, dann ist das sehr gut, ja, weil diese Immunisierung oder diese Einwandvorwegnahme, die strahlt natürlich auch Vertrauen aus, wenn du dich in eine Situation von jemandem hereinversetzen kannst und weißt schon, wie die Einwände sind, wie die Situation aussieht, dann strahlt das immer Vertrauen aus und das ist auch eine sympathische Ebene, wenn du einfach schon weißt, wie es der Zielgruppe geht oder ob es da auch einen festen Partner gibt, ja, macht natürlich Sinn. Und jetzt muss man natürlich schauen, wie kann man das Ganze integrieren, jetzt auch vielleicht in deine Akquise, wenn du jetzt kein Finanzdienstleister bist, sondern wie man hier auch wirklich das Ganze effektiv einbauen kann. Und da können wir natürlich effektive Strategien und Tipps mitgeben, da wir auch beratend tätig sind im Bereich der Vertriebsprozesse, Skripte, Ausbildung von Vertriebsmitarbeitern und natürlich deine eigenen Vorgehensweise, technische Setup etc., was wir da einfach nochmal generell anschauen, verbessern und dann die Quoten natürlich auch steigern lassen. Und auch wenn es ums Thema Kaltakquise geht, wir machen ja schon seit über 4 Jahren Kaltakquise, sind da Dienstleister in dem Bereich und haben da auch schon einiges an Erfahrungen, Calls gesammelt, über 300 Kunden betreut. So eine Techniken sind wir da auch sehr bereit einzusetzen und finden da wirklich meistens nochmal einen richtig, richtig guten Hebel bei unseren Kunden, ja, gewisse Techniken einzubauen, um mehr Termine zu legen und die Kaltakquise mal richtig anzukurbeln. Dementsprechend trag dich gerne bei uns ein auf www.paulniederlag.de. Gutes Video hier und dann freue ich mich, dich bald kennenzulernen. Freue mich, wenn du bei der nächsten Reaction mit dabei bist. Wenn du weitere Reactions sehen willst, verlinke ich dir hier noch ein paar. Ich habe noch ein paar andere Videos, auf die ich reagiert habe und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Dein Paul.